Hola, hola. Ich möchte mit euch zwei kleine Übungen teilen. Es geht um Pivots, also Momente, wo wir Drehungen in der eigenen Achse haben. Mal vorwärts und mal rückwärts, so wie bei den Mochos halt. Und anschließend gebe ich euch ein paar Tipps dazu für die Gestaltung. Wenn ich anfange, fange ich in eine offene Position, und zwar so, dass die Füße mehr oder weniger von der Ebene her so schulterbreit sind. Dann zum Beispiel jetzt habe ich das Gewicht auf das rechte Bein, ne? Und ich werde auch gleich nach rechts drehen, 360 Grad, und am Ende falle ich auf links. Und gerade habe ich genau das gleiche auf der anderen Seite gemacht, ne? Auf links, drehe nach links, falle ich auf rechts. Dann hat die nächste Idee wäre, zum Beispiel in meiner Schulter breit. Aber andersrum. Na, dass ich dabei rückwärts drehe. Na, bam, bam, bam. Rückwärts drehen und am Ende verlagern. So, dann zeige ich euch die Tipps dafür. Fangen wir nochmal von der Beispiel 1. Ich habe gesagt, no, die Füße mehr oder weniger von der Ebene her, so eine, das ist eine Apertura. Apertura ist immer so ein Seitwärtsschritt, ne, wenn man einen Seitwärtsschritt macht. Allerdings das hier, normaler Seitwärtsschritt für mich, ich gehe mehr, ich gehe länger. Ne, ich habe die Projektion und dann noch pushen. Hier allerdings, no, diese Seitwärtsschritt ist ein kleiner Seitwärtsschritt. Nämlich mehr oder weniger so, dass die Füße auf Schulterebene stehen. Die Füße immer, genauso wie wenn ihr startet, das sage ich immer wieder, so kleine V-Position, beziehungsweise eine kleine äußere Torsion. Auf keinen Fall parallel und schon mal gar nicht andersrum, was die Mehrheit sowieso nicht macht, aber viele machen schon so, dass sie parallel stehen. Wenn wir parallel stehen, ja, das ist nicht gut, weil wir dann ein bisschen Beckenbereich schließen. Und im Grunde schließen wir unseren eigenen Tanzraum. Deshalb öffnen. Egal, ob ihr eine geschlossene Position habt oder eine offene. Immer eine äußere Torsion. So, und das ist nicht ein kleines Detail. Das ist ein sehr wichtiges Detail. Deshalb sage ich das immer wieder, weil das wird die Drehung auch leichter machen. Ja, weil wir hier besser stehen. So, ihr verlagert dann auf einen Bein, egal welchen. Jetzt, zum Beispiel, jetzt stehe ich auf rechts. Für Ochos vorwärts drehe ich auch nach rechts. So, was hier nicht passieren soll, ist, dass wenn ihr anfängt, das zu vorbereiten, dass das freie Bein schon hier so locker ist, dass sie fast schließt dabei. Nein, ihr wart in dieser offenen Position. Ihr verlagert, während ich drehe, hier verlasse ich den Kontakt nicht mit dem Boden und ändere ich auch nicht die Position von dem Bein. Also beziehungsweise das Knie kommt zum Beispiel nicht zu mir, ja? Sondern bleibt gestreckt, dieses Bein. Und dadurch, wenn ich fange an zu drehen, bildet sich hier in dem Bereich so ein klein, eine Vorspannung, was nicht da wäre, das könnt ihr selber vergleichen, was passiert, wenn ihr schließt oder das Bein einfach so locker lässt. Dann ist diese Spannung nicht mehr da. Und wenn ich diese Spannung nicht habe, kann ich nicht leicht drehen, beziehungsweise da musste ich die Kraft von woanders holen. Entweder von dem Torso oder von den Beinen oder wenn wir zu zweit tanzen, von dem Tanzpartner, dass ich mich da stutzen muss oder selber quasi schützen muss, und deshalb das sind alle nur Nachteile. Insofern, hier die offene Position von den Füßen. Wenn ihr dreht, so weit, dass ihr diese Vorspannung bildet, danach kann ich drehen problemlos sozusagen. Klar, ist eine Übungssache auch, ne? Muss man alles üben. Ist nicht so, dass es vielleicht sofort klappt. Aber Voraussetzung musst ihr davor, dass alles gemacht haben, was ich gesagt habe. Die Drehung, den Pivot auf dem Bein, nicht auf den kompletten Fuß und auch nicht auf dem Ferser zum Beispiel.
ja, auf den Bein. Und das Gleiche wäre egal, in welche Richtung ihr das macht, also, beziehungsweise ob ihr das jetzt auf der anderen Seite macht. Ne? Ich bin gerade gedreht, habe gerade verlagert, jetzt drehe ich andersrum auf links, drehe nach links. Verleihe auf rechts am Ende. Ja? Aber technisch gesehen, wie gesagt, muss das Gleiche passieren. Und für einen Rückwärtsschritt oder Drehung ist nicht anders. Ja, ist diese offene Position, zuerst auf einer von beiden Beinen verlagern. Nur hier dreht ihr andersrum. Wenn ich hier jetzt auf links stehe, drehe ich nicht nach links, das wäre für euch vorwärts, sondern nach rechts, weil es ein Ocho rückwärts wird, oder ein Pivot rückwärts. Ja? Und am Ende verlagern. Und im optimalen Fall, das wäre die Idee, es geht auch um Kontrolle unter anderem, also Kontrolle von dem eigenen Körper und wie ich mich dabei bewege und so weiter und so fort. Im optimalen Fall tatsächlich 360 Grad drehen und wieder diese Seilwärtsschritte gestalten, und zwar so, dass ihr so beendet und in die gleiche Richtung guckt, wie ihr begonnen habt. Ja, ja, das wäre nochmal so ein kleiner Tipp für Pivots in der eigenen Achse. Und ja, ich wünsche euch dabei viel Spaß, falls ihr das übt. Und demnächst kommt nochmal was Neues. Macht's gut!